Station, Leute. Nächste Megabox. Und wir haben 6 verbleibende Gegenstände, Leute. Let's go. Weiter geht's hier, Leute. Wir haben 6 verbleibende Gegenstände. Oh mein Gott. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Heute gibt es mal ein richtig, richtig fettes Opening auf unserem Power 1 Account, Leute, wo wir eben jeden Brawler ziehen möchten und alle auf Power 1 lassen möchten und dann auf 8000 Trophäen kommen wollen. Ja, gönnt es euch auf jeden Fall, wie viele Brawler haben wir dann geschafft, es zu ziehen aus 22 mal Megabox, Leute. Let's go! So Leute, bevor wir jetzt mit dem Video reinstarten, möchte ich euch noch eine kurze App vorstellen in Zusammenarbeit mit Eggfinder eben, Leute. Und ja, worum geht es auf jeden Fall in dem Game? Es ist auf jeden Fall ein Casual Game, das heißt ja ein Gelegenheitsspiel, Leute. Und die Bedienung ist auch ganz einfach, wie ihr sehen könnt, einfach indem man eben, ja, One-Touch-Control, Leute, wenn man eben drückt, kann man sich eben fortbewegen. Also das Spielprinzip ist sehr einfach, die Level hier, wo ich jetzt aktuell bin, sind natürlich auch sehr einfach. Es gibt extrem viele Level wirklich, ihr könnt wirklich extrem viel auch in diesem Spiel machen, Leute. Es gibt auch in diesem Spiel auch richtig, richtig viele Skins übrigens, Leute. Ja, die sieht man jetzt noch nicht alle, die kann man dann einfach freischalten. Man wird überrascht halt, was das für Skins sind. Ja, hier gibt es noch die Skins, die Kitty-Skins, Leute, es gibt richtig viele Skins. Und auch noch die VIP-Skins, Leute. Und die werde ich mir jetzt einfach mal holen für euch. So, Leute, ich habe jetzt die VIP-Skins und die sind einfach richtig krass. Zum Beispiel werde ich mal das Omelette einfach mal auswählen, Leute. Und dann starten wir mal rein mit dem Omelette, Leute. Und ihr seht schon, der hat jetzt auf jeden Fall ein paar Zusatzfeatures. Und zwar kann er hier auf jeden Fall so eine Leiste aufladen. Die seht ihr jetzt rechts, ne? Das ist so eine Temperaturanzeige quasi. Das Spiel ist, denke ich, vor allem für Leute geeignet, die auch mal zwischendurch ein kleineres Spiel spielen wollen. Nicht nur Brawl Stars, Leute, wo man eben richtig viel machen muss immer. Und jetzt seht ihr, wir haben den Speed aktiviert, Leute, bei unserem VIP-Skin. Extrem witzig einfach nur, Leute. Ich kann das Spiel wirklich jedem empfehlen. Um die App eben zu finden, Leute, gebt ihr einfach einen Eggfinder, Leute. Also, ja, ich denke, das sollte jeder eben verstehen. Und dann drückt ihr eben auf diese App, Leute. Und ja, wenn euch das Game gefällt, könnt ihr natürlich auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auch da lassen, zum Beispiel, Leute. Let's go, Leute. Wie viele Megaboxen werden wir brauchen, um vielleicht heute den legendären Brawler zu ziehen? Mal schauen, wie viele es sein werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Und damit würde ich sagen, starten einfach mal direkt rein. Gehen in den Shop und schauen auf jeden Fall mal, was hier gehen wird, Leute. Also, Megabox 80 Gems. Direkt öffnen, machen wir einfach mal direkt los, kurz und schmerzlos. Wir haben 5 verbleibende Gegenstände, das habe ich mir fast gedacht hier, Leute. Und wir haben einfach mal 1000 Zuschauer auch gerade. Mega, mega heftig. Vielen, vielen Dank, Leute. Okay, Frank, Jesse. Wir haben noch Colt ein bisschen. Nita, okay. Dann nochmal 4 Ereignistickets und noch Magenverdoppler. Okay, Leute, hier war schon mal kein legendärer Brawler natürlich drin. Na, das, wir haben auch gerade angefangen. Das ist jetzt die zweite Megabox. Wieder 5 verbleibende Gegenstände, Leute. Wir haben ein bisschen was für Cold, ja? Wir haben auch ein bisschen was für Dynamite, Leute. Wir haben noch Genie. Nita. Leute, der Nita immer ganz, ganz wichtig hier. Die Power-Ups alle mitnehmen, ihr wisst Bescheid. Aber wir haben auch so viele Coins mittlerweile. Ist ja noch Power 1 Account. Wir haben noch gar keine Coins hier ausgegeben. So, weiter geht's hier, Leute. Dritte Megabox. 5 verbleibende Gegenstände. Na, okay, okay. Da geht natürlich ein bisschen mehr auch, denke ich mal. Aha, aha. Leider hier auch keinen Brawler am Start, Leute. Okay, dann kommen wir, glaube ich, zur vierten Megabox, wenn ich jetzt richtig gezählt habe einfach. Und ich würde sagen, let's go. 16. Megabox bekommst du, Crow Shop. Yeah, okay. Oha, das ist auf jeden Fall eine Ansage hier. 16. Leute. Holy, holy. Okay, dann schauen wir mal, was hier noch am Start ist, Leute. Was ist hier drin? Wir haben einen Genie nochmal, Brock, Mortis und 4 Ereignis-Tickets. Okay, Leute, das war auf jeden Fall auch kein gescheiter Loot hier, Leute. Deswegen wünscht mir mal alle jetzt direkt Glück, okay? Schreibt mal jetzt alle Hashtag Good Luck in den Chat, Leute. Und dann wird das vielleicht besser laufen. Mal schauen, ich bin gespannt. Wir haben wieder 5 verbleibende Gegenstände, Leute. Also vermutlich keinen neuen Brawler, ne? Das ist ja erst ab 6 eigentlich der Fall, Leute. Na, vielleicht kriegen wir auch so eine richtig Lucky Box hier mit vielleicht einfach mal, ja, sagen wir einfach mal hier 8 verbleibenden Gegenständen, Kappa. Nee, natürlich 7 wäre schon ultra krank, Leute. Und ja, let's go, würde ich einfach mal sagen. Weiter geht's hier, Leute. Wir haben 6 verbleibende Gegenstände. Oh mein Gott. Leute. Leute. Alter, es hat echt geholfen, dass ihr Good Luck geschrieben habt. Oh mein Gott. Es kann jetzt ein legendärer sein, ein epischer oder ein mythischer. Okay. Komm, let's go. Ich bin gespannt, Leute. Brock. Karl. Okay. Barley. Nita. Und wir haben Penny. Und wir haben... Okay, Leute, nice. Wir haben schon mal die Kneipenschlägerin hier, Leute. Bibi ist am Start. Okay, nice. Richtig gut. Aber natürlich haben wir keinen legendären Brawler leider gezwungen. Aber trotzdem, Leute, trotzdem Bibi
ist nice. Also auf jeden Fall GG, richtig cool. Aber das reicht uns noch nicht, Leute. Wir machen natürlich direkt weiter und öffnen auf jeden Fall die weitere Megabox, Leute. Let's go. Bin gespannt. Wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Oh mein Gott, ey. Alter, stell dich vor, das wäre es jetzt mit dem legendären Brawler gewesen. Okay, weiter geht's hier. Penny haben wir nochmal ein bisschen was. Cold, okay, nice. Und Mord, Leute, stabil. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir weiter mit der nächsten Megabox. Wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Oh, ich habe mich eben schon so gefreut bei 6, Leute. Ich dachte schon, oh, Spike, Leute, oder Crow wäre so lit gewesen einfach mal. Aber egal. Brock nochmal plus 43, Cold und ein Ereignis-Ticket nochmal. Okay, let's go. Stabil auf jeden Fall, aber da muss jetzt noch mehr kommen, Leute. Da muss jetzt noch mehr kommen. Ich würde sagen, nächster Kauf wird bestätigt und wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Okay, okay. Plus 8 bei Bibi, Daryl plus 9, Shelly 22, Mortis 25. Okay, Nita nochmal und Ereignistickets, Leute. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Hier 10. Megabox schreibt nochmal jemand. Okay, naja, mal schauen, mal schauen. Alter, weiter geht's hier, Leute. Und wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Okay, okay, mal schauen, mal schauen. Brock, dann Karl, Leute. Rico, Dynamike. Okay, und Ereignistickets. Und nochmal Verdoppler hier, Leute. Okay, da geht noch was. Da geht noch was, Leute. Okay, da geht noch was. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir schon gezogen haben. Ich glaube, wir haben schon 9 aufgemacht oder 8 oder so. Keine Ahnung, Leute. Weiter geht's hier. Und wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Nächste Box safe hat jemand geschrieben. Scheinbar nicht. Und nochmal danke für den Euro an The Zillow. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank. Da hast du ein Fünftel von einer Megabox schon mal übernommen. Okay, Leute. Nita nochmal. Penny und Shelly. Let's go. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, Leute. Und öffnen direkt die nächste. Und ja, nächste Megabox kommt auf jeden Fall jetzt. Ich bin gespannt. Und wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Okay, okay. Das war jetzt leider wieder eine Failbox. Wir haben schon mal eben einen Brawler gezogen. Wer es nicht mitbekommen hat, Leute. Einen epischen haben wir gerade gezogen. Okay. So, da würde ich sagen. Ja, Leute, die Gems, die sinken. Wir haben schon 1000 Gems, glaube ich, eben ausgegeben. Also es waren schon jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, so in etwa so 10 bis 12 Megaboxen waren das schon, oder? Hätte ich jetzt gesagt. In etwa. So, Leute, nächste Megabox. Und wir haben 6 verbleibende Gegenstände, Leute. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Bitte, jetzt den legendären Brawler. Oh mein Gott, das wäre so nice einfach. Aber es kann natürlich auch sein, dass es epischer oder mythischer ist. Okay, Leute, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Merkt ihr das, Leute? Der Hype, der Hype. Und plus 9 bei Poco. Shelly plus 13. Dynamike. Cold. Und wir haben, okay Leute, wir haben Tara, nice, let's go. Also, wir haben nochmal einen mythischen gezogen, Leute, es steigert sich hier schon so langsam. Okay, nice, nice, kann man auf jeden Fall machen, Leute. Freut mich auf jeden Fall, wir haben jetzt auch Tara hier auf Power 1 Account, let's go. Und ich würde sagen, als nächstes, Leute, ne? Okay, Leute, als nächstes, ich zeige euch nochmal, wie der Zwischenstand aussieht. Auf jeden Fall mega nice, Leute, wir haben einfach mal Tara gezogen, let's go. Und ja, ihr seht jetzt in den Brawlern hier auf jeden Fall, welche fehlen jetzt aktuell noch? Es fehlen noch eigentlich Piper, Spike und Crow. Huh, Leute, Alter. Ich würde sagen, wir gehen direkt wieder in den Shop und öffnen noch Megabox einfach mal, Leute. Let's go mit der nächsten Megabox. Freut mich übrigens, dass wir einfach mal über 1000 Zuschauer sind. Mega, mega heftig, Leute. Okay, 5 verbleibende Gegenstände, Leute. Mal schauen. Also Shelly plus 12. Rosa. Wir haben noch Tara ein bisschen. Karl. Okay, Frank. Ereignistickets und Juwelen. Okay, Leute, naja, würde ich sagen, einfach mal machen wir doch mal die nächste Megabox auf, Leute. Oh mein Gott, wir haben schon so viele Gems wirklich ausgegeben, ne? Wir haben schon so viele Gems ausgegeben. Okay, 5 verbleibende Gegenstände, Leute. Okay, okay. Ich würde sagen, ja, schauen wir mal, was hier noch drin ist. Hier war nichts mehr drin. Okay, okay, okay. Dann, oh mein Gott, Leute, wir haben eigentlich nur noch eine Megabox gerade von den Gems hier übrig, Leute. Let's go. Und wir haben, es lädt schon mal hier, das muss nichts heißen. 5 verbleibende Gegenstände, Leute. Oh, kennt ihr das, wenn das so lädt, dann denkt man manchmal, oh, jetzt ist was Krasses drin. Und dann doch nicht in dem Fall. Okay, Leute, Bale, Rico nochmal. Mortis, okay, Tara, Brock und eigenes Tickets und nochmal Juwelen, Leute. Okay, okay, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Also, wir haben jetzt 71 Gems, Leute. Ah, wir haben 80 Gems gerade jetzt wieder. Ah, durch die Box nochmal. Das heißt, wir können nochmal die nächste Megabox öffnen direkt. Let's go. Oh, Leute. Würde dich mehr unterstützen, 3 Monate Mitglied oder 15 Euro Spende, schreibt jemand. Wahrscheinlich 15 Euro Spende, wegen dem Opening jetzt auch, logischerweise.
Okay, Leute, wir haben 5 verbleibende Gegenstände. Ja, also leider kein, also in dem Fall leider nicht ja, der neue Brawler, so wie es aussieht, ne? Und wir haben jetzt echt, oh, wir haben jetzt 1000, glaube ich, 1400 Gems, glaube ich, ausgegeben, Leute. Dann schauen wir mal, ob hier nochmal ein legendärer Brawler drin ist, okay? Machen wir das so, Leute. Let's go. Also, wir gehen in den Shop. Wir gehen in den Shop, Leute. 80 Gems wieder reinhaut hier für die dickste Megabox. Man kennt's. 5 verbleibende Gegenstände, okay. Man kennt's auf jeden Fall. So, nochmal hier 3, 2 und 1 verbleibende Gegenstand, okay. 4 Ereignis-Tickets nochmal, Leute. Und nochmal danke auch Skillkiller. Leute, macht mal bitte jetzt gerne die 42.000 Abos nochmal voll, denn die hatten wir eben schon geknackt. Würde mich extrem freuen, wenn wir das jetzt nochmal schaffen dafür. Und 80 Gems, Leute, die nächste wird reingehauen hier. 5 verbleibende Gegenstände. Oh mein Gott, Leute. Ich habe eigentlich schon relativ Luck gehabt hier mit 2 Brawlern schon mal. Aber da war wieder nichts drin, Leute. Okay. Ich würde sagen, nächste Megabox wird geöffnet. 5 verbleibende Gegenstände. Aha, okay. Mhm. Hier ist scheinbar nichts drin, so wie es aussieht, Leute. Hier ist scheinbar nichts drin. Okay. Leute. 80 Gems. Einfach mal 6, bitte. Einfach mal 6 verbleibende Gegenstände. Nein! 5 verbleibende Gegenstände. Oh mein Gott, Leute. Das sieht nicht gut aus hier. Aber trotzdem auf jeden Fall. Oh, 19 Gems haben wir einfach mal bekommen. Okay, Leute. Aber ja, das war leider in diesem Fall nicht genug hier. Wir haben jetzt folgende Brawler auf jeden Fall bekommen. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben auf dem Power 1 kommt jetzt noch neu. Tara, Leute, und Bibi, die Kneipenschlägerin, Leute. Auf jeden Fall nice.